zu dulden. In einigen Fällen jedoch gelang es uns durch Neubesetzung, diese Linie zu durchbrechen. Sehen Sie irgendwann einen Punkt, wo es zu Verträgen kommen kann mit der Mainzer Straße? Mit der Mainzer Straße nicht. Am 12. November um 7 Uhr morgens räumen die Bullen die besetzten Häuser in der Fahrstraße 110 und 112 und in der Cortinostraße 16. Wir brechen zu einer kurzen Solidaritätskundgebung auf der Frankfurter Allee auf, wobei für ca. 15 Minuten kleine Baustellengitter auf die Straße gestellt werden. Als wir zurückkommen, stehen vor der Mainzer Straße auf der Frankfurter Allee 200 Schaften Bullen und ein Wasserwerfer. Um ca. 15 Uhr ziehen sich die Bullen zurück. Wir beginnen nun, kleine Straßenabsperrungen zu bauen, um die Häuser vor weiteren Wasser- und Tränengasangriffen zu schützen. Gleichzeitig versuchen wir, an Verantwortliche heranzukommen, um eine friedliche Lösung des Konflikts herbeizuführen. Erste Konferenz im Antiquariat in der Mainzer Straße. Wir betonen unsere Verhandlungsbereitschaft und dass wir die Barrikaden abbauen, wenn die Bullen aus dem Kiez verschwinden und wir eine schriftliche Nichträumungsgarantie bekommen. Der Bürgermeister von Friedrichshain, Mendiburu, findet es sehr verständlich und legitim, dass wir Barrikaden erbauen, um unsere Häuser vor Räumung zu schützen. Wenn wir dadurch erreichen könnten, dass die Vermittlungen zum Erfolg führen und ein Waffenstillstand erreicht wird. Dadurch, dass sich die Bevölkerung sammelte und die Barrikaden immer höher wurden, mussten sich die Bullen zurückziehen, blieben jedoch in der Umgebung, weshalb wir die Barrikaden weiter verstärkten. Politiker aus dem Bezirksvorstand und Räten waren in dieser Zeit vor Ort, wurden jedoch vom Einsatzleiter mit den Worten, sie haben ja eh nichts mehr zu suchen, übergangen. Was sich im Laufe des Montagabends entwickelte, ging weit über die Mainzer Straße hinaus.
denn es waren nicht nur die Hausbesetzerinnen und Unterstützerinnen, sondern ein breites Spektrum von Mitmenschen aus dem Ostteil der Stadt, die diesen Tag zum gemeinsamen Kampf nutzten, um ihrer Wut gegen den Staat Ausdruck zu verleihen. Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Widerstand eine Dimension annahm, die die momentanen sozialen Unruhen in diesem Staat ausdrückt. Und genau das ist der Grund, warum wir ausgelöscht werden sollen. Was in den Medien als Gewalteskalation von unserer Seite ausgeschlachtet wurde, ist eine bewusst eingeplante Ausgrenzung. Zu keiner Zeit bestand die Möglichkeit, weder für uns noch für einen spontan zusammengerufenen runden Tisch, an die Verantwortlichen heranzukommen, um dieser brutalen Maschinerie Einhalt zu gebieten. In dieser ausweglosen Situation wurden von den verantwortlichen Politikern und Bullen bewusst über Menschenleben hinweggegangen. Sowas. Ja,
Scheiße!